Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute ist es mal wieder soweit. Es gibt ein kleines Wettbewerbs-Gameplay. Ich war, / bin immer noch krank, habe es mir aber vorgestern nicht nehmen lassen, ein kleines Gameplay auf VMD-Lab aufzunehmen. Das zeige ich euch jetzt und ich hatte vergessen, das Intro aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt äußerst nachträglich. Ja, viel Spaß. So, jetzt gucken wir mal. Erste Runde, wir haben auf jeden Fall einen Gegner. Es ging bei 19 Sekunden los. UFO von 300 VS kenne ich nicht. Wir gehen direkt los mit unserem Orion und den Railgun 12. Diese Kombi ist mir in der letzten Zeit wirklich sehr ans Herz gewachsen. Wenn man den so defensiv spielt, ein bisschen sneaky ums Eck mit seinem Effekt, da kann man schon einiges reißen. Auf dieser Map gibt es zwei verschiedene Gänge sozusagen. Wir haben ja hier einen Gang und parallel zu der Map nochmal einen. Und der andere Gang ist besser. Das Problem ist halt immer, je nachdem auf welcher Seite der Map ihr spawnt, ist der Gang von euch gesehen rechts oder links. Das heißt, man muss immer ein bisschen raten. Man sieht es eigentlich, wenn man die Rampe neben der Map hochgeht. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir in der nächsten Runde vielleicht dann auf die rechte Seite von uns ausgehen. Weil wir da wahrscheinlich ein bisschen mehr reißen werden können. Oh, schade, den haben wir nicht bekommen. Okay, ich sehe schon hinten ein Netz, der spielt einen Panther. Vielleicht gehe ich auch mit Sika los, mal gucken, weil ein Panther ist definitiv nicht zu unterschätzen auf der Map. Definitiv nicht zu unterschätzen. Und genau, was ich auch dabei habe, habt ihr ja eingangs gesehen, bevor wir los sind, den Search mit Stormrex. Stormrex ist auch eine Waffe, die mir in letzter Zeit echt ans Herz gewachsen ist. Das einzige Manko, das diese Waffe manchmal hat, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder nicht, oder ob ihr das kennt oder nicht, apropos Stormrack, der spielt auch eine. Manchmal, also am besten ist es, wenn ihr mit der Waffe auf den Boden schießt zum Beispiel. Wenn ihr den Gegner stunt mit Surge und dann schießt ihr auf den Boden, dann macht ihr über den Splash Damage am meisten Schaden. Was ich halt einfach teilweise habe, ist, wenn ich zuerst gerade ausschieße mit der Waffe und dann will ich währenddessen auf den Boden schießen, ne? Dann passiert da nichts. Also ich schaue zwar dann auf den Boden, aber die Waffe schießt trotzdem geradeaus. Das ist manchmal wirklich ärgerlich. Er hat den Ausgleich geschafft. Wir müssen jetzt hier echt gucken, dass wir in Führung gehen. Okay, wir haben es geschafft mit 2 Kills, aber das sagt noch nichts. Das sagt noch nichts. Da kann echt noch was passieren. Okay, nee, das sieht gut aus für uns. Das sieht gut aus. Jawohl, okay, ja, die Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. Runde Nummer 1 gehört uns. Wir gehen jetzt direkt wieder los mit Orion auf den rechten Gang. Da wird er wahrscheinlich wieder mit Panther warten. Wahrscheinlich hat er Disc Launcher 16 oder eine Sniper drauf. Ich hoffe, er hat eine Sniper. Wenn er jetzt Disc Launcher hat, sind wir hier instant tot. Dann würde ich aber auch direkt mit Zika rein. Na, scheiße, er hat Disc Launcher. Nee, das überleben wir nicht. Nee. Okay, gehen wir mit Zika rein und gucken mal, ob wir den jetzt da hinten rauskriegen. Schwupps. Und, oh, er ist nach unten gegangen. Doof. Und, Mist. Blöder hier, wie heißt er? Hemlock. Meine Güte, okay, was machen wir? Wir gehen mal mit unserem netten alten Bekannten Eclipse rein, mit den Ember Guns. Gehen jetzt aber nicht direkt dahinter, sonst sind wir mit dem Disc Launcher schon instant wieder weg. Na, man darf ja nicht doof sein. Das ist übrigens auch ein großer Fehler, den viele Spieler machen. Ach, scheiße, das gibt's ja nicht. Wenn sie zu oft abgeschossen werden von dem Spieler, wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja, okay, er hat mich eigentlich nur einmal gekillt, das andere Mal war es der Hemlock, aber trotzdem, manchmal, er ist low, weg mit dir, zuerst den hier und dann danach den da hinten, ja, wie soll ich sagen, wenn der Gegner oder wenn man zu oft abgeschossen wird von einem, dann tendieren viele Leute dazu, dass die dann sozusagen anfangen, emotional zu spielen. Das bedeutet, die wollen dann unbedingt den Gegner rauskriegen, um sich zu rächen, sozusagen. Und dann geht meistens alles schief und alles in die Hose. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Spielt ihr mit ArcTorrent? Komm, lad nach. Stirb. Er ist tot, aber ich auch. Na super. Und jetzt haben wir auch ernsthaft. 3, 2, ja, der Bot hat's gerettet. Haha.
Okay, super. Sonst hätten wir es Nachspielzeit bekommen. Ja, die zweite Runde lief jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Auf jeden Fall 12 Kills mit Orion. Kann sich sehen lassen. 19 Kills insgesamt. 383 Punkte habe ich gemacht. 19 Kills für mich, 11 Kills für ihn. GG. So, jetzt schauen wir mal, es hat durchgezählt. Aber nein, wir sind in einem Two versus Two zusammengewürfelt worden, nicht? Und Torchrubber gegen Böser Onkel und Punisher. Böser Onkel ist ein deutscher Spieler, der ehemalige Clanleader von BO. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich kenne alle drei Spieler, die hier mit dabei sind, also auch den in meinem Team und die beiden im Gegnerteam natürlich. Ja, ich bin jetzt wieder mit Orion losgelaufen, aber ich. Oh, hä, wieso habe ich keinen Schaden bekommen? Der hat mich doch voll getroffen. Naja, manchmal muss man es einfach nicht verstehen, oder? Naja, egal. Jedenfalls, wo wollte ich jetzt hin? Was wollte ich jetzt sagen? Richtig, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, Orion zu nehmen, wenn man, also Orion am Anfang gleich zu nehmen, wenn man in einem 2v2 spielt. Ich glaube, das war keine gute Idee, weil da hinten komme ich jetzt nicht hin und, ach, da kommt, naja, da kommt der böse Onkel natürlich mit seinem Brutzler und ich habe den, Mechwechsel verkackt. Jetzt holt er sich Torchrubber, das sieht schon mal gar nicht gut aus, aber dafür hole ich ihn mir jetzt. Da er in unserer Base war, hat er sich natürlich voll auf den Präsentierteller gesetzt. Vollkommen logisch. So, wir führen momentan mit 3 Kills. Jetzt hole ich mir auch noch direkt den Punisher. Zack, weg ist er. Und da bin ich natürlich auch instant gestunt. Ja, Eclipse mit Embergun ist natürlich nach wie vor die Kombi schlechthin. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Nummer, die ich nicht verstehe. Jetzt hat der böse Onkel sein Netz gerade ausgeworfen, was man ja generell auf speziell auf der Map nicht machen sollte. Sollte man immer so ein bisschen zumindest in die Schräge werfen, dass man wirklich auf die Breite auch gedeckt ist. Und dann ist er auch noch nebenher gelaufen. Ja, ist ja klar, dass er das nicht überlebt, ne? Aber den Fehler machen sehr, sehr viele und ich verstehe es nicht. Also man kann, es gibt gewisse Maps, da kann man die das Netz gerade auswerfen, aber die Map gehört definitiv nicht dazu. Jetzt nehmen wir Sieger und holen uns die Kameraden. Böser Onkel weg, Punisher weg, ich weg. Tja, ich bin zwar gestorben, aber Sieger hat seine Mission erfüllt. Ich habe beide Spieler rausgenommen. Bin aber schon fast Bot-out. Was soll denn der Käse? Gut, schauen wir mal, ob wir hier. Jawohl, da schau her. Da und jetzt sterben wir nochmal genau. Okay, nee, aber lief doch ganz gut. Wir gehen diesmal direkt rein mit Seeker, wie gesagt. Ich glaube, Orion mit Rayguns ist keine gute Kombi direkt am Anfang. Das kann man vielleicht später machen, wenn die ganzen Netze und Schilder weg sind. Und die Leute halt nur noch andere Sachen haben, wie Guardian oder so ein Zeug. So, jetzt holen wir hier den Punisher weg. Wumps. Und ja, ansonsten ist hier keiner mehr. Schade, Marmelade. Gucken wir mal. Ah, da kommt einer, oder? Ja, Columbo, der Bot. Das One-Shot, sehr schön. Wäre der jetzt full life gewesen, wäre es nicht so angenehm, weil die Fragment Gun braucht eine Weile, bis die killt. Also gut, da hinten hat der böse Onkel einen Eclipse mit Disc Launcher. Gucken mal, ob wir den rauskriegen. Weg ist er, sehr schön. Oh nein. Oh nein. Nomad mit Disruptor 12. Nicht dein Ernst. Okay, wir gehen direkt los oder weiter mit Eclipse und Embers. Das Eck, wo ich hier drinnen stehe, ist perfekt, wenn man sich zum Beispiel mit Aegis oder Penta oder so vercampen möchte. Juhu, Doppelkill, sehr schön. Da ist das wirklich absolut perfekt für, weil du bist halt hier wirklich fast unantastbar. Also wenn du da ein bisschen aufpasst, ja, vielleicht ein Surge könnte eine Bedrohung sein, wenn das gut timet. Aber normalerweise bist du hier auf Beinheim, zumindest mit einem Aegis unantastbar, weil mit der Kuppel von hinten und von der Seite rechts kannst du nicht angegriffen werden. Links und vorne hast du ja alles im Blick, also das ist echt eine Mega-Position. Echt jetzt? Spielen die schon Arcs auf Brickhouse? Krasser Shit. Gut, wir sind momentan 2 in Führung. Gucken wir mal, wir wechseln mal auch direkt, weil ich habe kaum noch Health. So, Punisher hauen wir jetzt erstmal weg. So, 2-1. Weg ist Crusher. Wir führen immer noch 2 Kills. So offen. Hä? Wieso wurde ich denn jetzt nicht? Warum hat er mich jetzt nicht abgeschossen? Ich wäre doch voll das leichte Ziel gewesen. Ich weiß zwar nicht, wer es war, aber dem Skin nach zu urteilen war es auf jeden Fall kein Bot. Ja, ich bin Second und Third MVP. MVP ist Punisher. Sehr schön, 294 Punkte, 18 Kills. Ein paar Missionen habe ich offensichtlich auch noch abgeschlossen. GG an der Stelle. So.
schauen wir mal. Wir wurden zusammen mit AE Böser Onkel gegen OP Smoke und Torch Robber gespawnt. Jetzt schauen wir mal, was wir so reißen können. Ich nehme Sieker und wir gucken mal, was wir so sieken. Schlechter Witz, ich weiß. Ich gehe mit Sieker ja generell ausschließlich auf Spieler, weil, wie gesagt, bei Bots funktioniert der Mech einfach nicht. Und das ist auch beabsichtigt so, schätze ich mal. Um ihn so ein bisschen zu balancen. Na, Smoke hat leider ein Schild. Ah, sehr schön. Er ist weg. Und genau. Ja, ein Bastion ist auch nur dann gut gegen Sieker, wenn er ein Schild hat. So, wie ich gesehen habe, spielt der gute Torch Robber einen Stalker mit Disc Launch schon da hinten. Mal gucken, dass wir den da rauskriegen. 1, 2. Und da ist der Search von Smoke. 3. Weg ist er. So. Und wir sind wieder in Sicherheit. Jetzt müssen wir bloß gucken. Wir sind ja eigentlich auf einer schlechten Position tatsächlich. Weil wenn der da hinten spawnt, ist der absolut in Reichweite und kann uns ja sofort rausschießen. Aber... Komm. Jetzt ist er weg. Nein, so... Ah, da ist er auch schon. Komm. Jetzt holen wir uns. Und 1, 2, 3. Nein! Ach, die haben ja meinen Sieger unterm Arsch weggeschossen. Das kann aber nicht wahr sein. Und Smoke wurde gekillt, aber nicht von mir, sondern der Galway Gal hat ihn mal wieder, wie vorher mit dem Bastion auch geklaut. So ein... Ja, okay, dann Torch Robber, oh, mit Railgun. Da bin ich One-Shot, aber er hat Gott sei Dank daneben geschossen. Jetzt haben wir hier den Smoke, der hat seinen Effekt schon aktiviert, was uns zugutekommt. So, ja, alle 4 Stück weggeschossen. Blockier mich nicht. Ach, Mist, jetzt hat er uns weggeholt. Ja, GG trotzdem. Search mit interessanter Lackierung. Ist, glaube ich, eine Lackierung. Also ich glaube nicht, dass das jetzt Standard war. Es war fast Standard, aber nicht ganz. Diese roten Linien waren, soweit ich weiß, lackiert. Jedenfalls holen wir jetzt Smoke raus mit seinem Panther. Dürfen wir auf gar keinen Fall stehen lassen. Wir sind zwar gestorben, aber das war wichtig, weil der Panther ist auf der Map, insbesondere wenn er da steht, wo er gerade stand, ziemlich gefährlich tatsächlich. Da hinten ist wieder Torch Robber. Und wir haben ihn leider nicht mehr rausbekommen, haben 16 zu 14 die erste Runde gewonnen. Und in der zweiten siegen wir wieder mal ein bisschen. Absolut geil, der Mech. Also ich bin wirklich, was ich damit gerissen habe in den letzten Tagen, das ist unfassbar. Ja, also wie gesagt, die meisten Spieler sind natürlich dermaßen konzentriert, wenn sie spielen, dass sie einfach nicht die Reaktionszeit an den Tag legen, um sich dann noch umzudrehen und sich darum zu kümmern. Es gibt natürlich sehr, sehr gute Spieler, bei denen das der Fall ist. Also ich schätze mal die Leute von Omen oder UAU oder so, bei denen könntest du das nicht so leicht machen. Aber beim gewöhnlichen Spieler, sage ich mal, kein Problem, ne? So, schauen wir mal. Gehen wir hinter denen. Wo ist er denn? Wow, okay. Haben wir ihn weg. Und den holen wir uns auch direkt noch mit. Und wieder zurück in Sicherheit. Diesmal sollte ich nicht allzu weit vorgehen. Zumindest nicht so weit vor wie in der letzten Runde. So, dann gucken wir mal. Wo sind sie? Da ist wieder Cheers, Flawless, ab. Smoke. Ah, er hat wieder sein Schild weg. Sehr schön. 2, 3, 4, 5. Weg ist er. Aber das überlebe ich nicht. Ah doch, das überlebe ich. Ich bin wieder zurück teleportiert worden. Ich hab's schon kommen sehen. Der Bot da hinten, oder war das vielleicht sogar Torch Robber? Der hat ja auch einen Gatecrasher mit... Oh, weg ist er. Ein Gatecrasher mit Railguns gespielt. Ich hätte echt gedacht, dass der mich jetzt wegholt. Aber nein, es war OP Smoke mit seinem Eclipse und dem Disc Launcher 12. So, schauen wir mal. Wir gehen direkt los mit unserem Aegis und dem Disc Launcher 12. Ja, gucken wir mal, den kriegen wir auf jeden Fall. Oder auch nicht, weil Munition alle und dann kommt der blöde Bot und so. Ja, man kennt es. Warum kriegt der da keinen... Ach, der steht da hinten, ne? Okay, ja, das war jetzt ein bisschen noobisch. Aber egal. Ja, 13 zu 11, 13 zu 12. Das ist tatsächlich eine ganz knappe Geschichte, die zweite Runde. Gucken wir mal. 3, 2, 1. Und... Jawohl. Ist eine knappe Kiste gewesen, tatsächlich, die zweite Runde. Warum auch immer. Ich habe doch eigentlich relativ viel gekillt, schätze ich mal, oder? Ja, 6, 4, 10. Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Ja, 13 Kills ist jetzt nicht die Welt, tatsächlich. Ist jetzt nicht die Welt. Ja, ein paar Missionen haben wir auch noch fertig. Ja, 5 Kills, 7, 8. Ja. GG.